Herzlich willkommen zu dem Video. Heute beschäftigen wir uns mit Karl May. Karl May wurde geboren am 25. Februar 1842 in Ernsthal. Seine Eltern waren sehr arm, weil sie nur Weber waren. Außerdem hatte er 13 Geschwister, wovon aber nur 4 mit ihm älter wurden. Sein Vater legte sehr viel Wert darauf, dass er mal einen besseren Beruf als er ausüben sollte. Darum ließ er Karl mehrere Fremdsprachen und Instrumente lernen. Außerdem sollte er viele Bücher abschreiben und lesen. Als er dann erwachsen war, machte er eine Ausbildung als Lehrer, die er erfolgreich abschloss. Als erstes studierte er in Weidenburg. Dort wurde er aber rausgeschmissen, weil er Kerzenreste gestohlen haben soll. Danach schloss er seine Ausbildung in Plauen ab. Jetzt ist das damalige Lehrerseminar unser Jugendtreff-SF. Danach hatte er ein aufregendes Leben mit Gefängnisaufenthalt, viele Reisen, 2 Frauen und eine erfolgreiche Karriere als Schriftsteller. Karl May schrieb berühmte Werke, wie zum Beispiel Winnetou. Das brachte ihn viel Ruhm und Reichtum. Und macht ihn bis heute unvergesslich. Wenn ihr noch mehr über Karl May und sein Leben erfahren wollt, besucht doch das Karl May Haus in Hohenstein, Ernsthal.